Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Dagi, und endlich herzlich willkommen zu meinem ersten Draw My Life. Ich weiß, dass ihr euch das wirklich jedes Mal gewünscht habt, und jetzt ist es endlich soweit. Zum krönenden Abschluss meines Dezembers geht es jetzt auch schon los. Angefangen hat natürlich alles mit meinen Eltern. Die beiden haben sich damals in einer kleinen Stadt in Polen kennengelernt und lieben gelernt und haben dort dann auch geheiratet. Nach deren Hochzeit haben sich meine Eltern dafür entschieden, nach Deutschland auszuwandern, um eine bessere Zukunft zu bekommen. Und ein paar Jahre später, genauer gesagt am 21.09.1994, kam dann auch Baby Dagi zur Welt, also ich. Ich kann wirklich behaupten, dass ich eine tolle Kindheit hatte. Ich bin in einer Siedlung aufgewachsen, wo ganz viele Kinder gelebt haben, in Düsseldorf. Und hat wirklich, wirklich viele Freunde in meiner Umgebung. Wir haben jeden Tag, wirklich jeden Tag was zusammen gemacht, haben uns gegenseitig Fahrradfahren beigebracht, inline geskatet, Klingelmännchen gespielt und hatten einfach super viel Spaß miteinander gehabt. Direkt in unserer Siedlung hatten wir auch einen tollen Streichelzoo, der für alle Kinder war, die dort gewohnt haben. Die hatten wirklich richtige Pferde, Ponys, Meerschweinchen, Hasen, Esel, Hühner und. Das war richtig, richtig cool. Und dieser Streichelzoo hatte auch einen riesen Platz zum Ausreiten mit den Pferden. Und da bin ich öfters mal mit Freunden hingegangen. Und eines Tages haben wir uns dann mal auf die Pferde gesetzt und wollten reiten gehen. Jedoch ist bei mir einiges schiefgelaufen, weil ich nicht mal annähernd reiten konnte. Nicht mal wusste, wie man ein Pferd behandelt oder geschweige denn lenkt. Ich bin dann einfach in der Kurve volles Karacho runtergefallen und direkt im Pferdeäpfel gefallen. Das war wirklich sehr eklig, aber wenigstens war es eine weiche Landung. Meine Grundschulzeit war auch für mich eine tolle Zeit. Ich hatte wirklich immer viele Freunde. Ich konnte schnell Freundschaften schließen und war auch immer überall dabei. Aber natürlich gab es auch Schüler, die nicht so viele bis gar keine Freunde hatten und immer gemobbt und geärgert wurden. Und ich war eine von denen, die nie mitgemacht hat. Und ich habe mich meistens immer zu ihnen gesetzt und auch die Pause mit ihnen verbracht, weil ich das immer so schrecklich und gemein fand. Und ich es einfach nicht verstehen konnte, wie man einen Menschen so traurig machen kann. Ich habe sie dann auch meistens immer zu meinen Freunden mitgenommen und ihnen dann denjenigen vorgestellt. Und es kam dann auch wirklich zu vielen Freundschaften und schönen Freundschaften. Dann, am 21.01.2005, kam dann meine kleine Schwester Lena zur Welt, als ich 10 Jahre alt war. Und es war wirklich so toll für mich, weil ich mir immer ein Geschwisterchen gewünscht habe und dann endlich eins hatte. Jedoch war sie ein sehr, sehr anstrengendes Baby. Sie ist bei jedem kleinsten Ton aufgewacht. Staubsaugen, wenn sie geschlafen hat, konnte man komplett vergessen. Bei mir konnte meine Mutter neben meinem Ohr staubsaugen und ich habe einfach weiter geschlafen. Mich hat es einfach nicht interessiert. Und bei ihr leider das komplette Gegenteil. Noch in diesem Jahr sind wir dann in ein tolles Neubauhaus gezogen, weil unsere Wohnung leider zu klein für 4 Leute war. Ich hatte endlich ein viel größeres Zimmer und einfach viel mehr Platz für meine geregelte Unordnung, die ich immer gemacht habe. Und endlich auch einen richtig schönen Garten. Nach dem Umzug bin ich auch direkt in die 5. Klasse auf eine Realschule gegangen. Und das war auch ganz, ganz komisch für mich, weil keiner meiner damaligen Freunde auf diese Schule dann gegangen ist und weil das so weit weg von meinem damaligen Wohnort war. Ich war am ersten Schultag so schüchtern, aber auch so traurig, weil ich keinen kannte. Aber auch Angst hatte ich, dass ich keine Freunde finden werde. Aber die Angst hat sich wirklich schnell gelegt und habe tolle Freunde gefunden, mit denen ich auch nach der Schule meine Freizeit sehr gerne verbracht habe. In der 8. Klasse habe ich mich dann auch zum ersten Mal so richtig verliebt. Wir kannten uns zwar schon seit der 6. Klasse, haben uns auch wirklich immer gut verstanden. Aber irgendwann habe ich dann erfahren, dass er mich verliebt war und auch selber gemerkt, dass er ein bisschen mehr als Freundschaft ist. Und irgendwann habe ich ihm mal einen Zettel in die Hand gedrückt mit den Worten, willst du mit mir gehen? Und ihm einen Kuss auf den Mund gegeben und dann abgehauen. Und er hat natürlich mit ihr angekreuzt. Diese Beziehung hielt da 2,5 Jahre mit vielen Höhen, aber auch leider zu vielen Tiefen. Und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten und wir haben uns getrennt. Ich war schon sehr traurig. Immerhin war das meine erste Beziehung und meine erste Liebe. Aber zur gleichen Zeit habe ich dann Lind kennengelernt, der kleine Rapper aus Solingen. Alles angefangen hat eigentlich alles mit Facebook. Und zwar kannten wir uns nicht, aber wir hatten sozusagen denselben Freundeskreis. Und irgendwann haben wir uns dann beschlossen, uns mal zu treffen. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass er so klein ist. 3 Monate später, nach unserem ersten Treffen, wurden wir dann ein Paar und ich bin wirklich jedes Mal mit dem Bus 1,5 Stunden zu ihm gefahren und dann abends wieder 2 Stunden zurück, nur um ihn zu sehen und das 2 Jahre lang. Aber ich habe es gern gemacht und ja, wir sind jetzt seit dem 15.06.2011 ein Paar und ich liebe ihn wie am Anfang. Und jetzt sind wir auch schon unglaubliche 3,5 Jahre zusammen. Und erst zu dieser Zeit hat das alles erst mit YouTube angefangen.
Also davor hatte ich wirklich gar keinen Plan, dass mir dann überhaupt jemand abonnieren kann. Und ja, angefangen hat das natürlich mit irgendwelchen Gastronomen wie bei dem 15 Arten zu küssen gegen den Rest der Welt. Dreh die Zeit zurück oder erkennst du dich wieder? Durch Timos Fans und die Community habe ich so viel positives Feedback bekommen und Ansporn bekommen, auch einen eigenen Kanal zu eröffnen, weil ich so positives Feedback bekommen habe. Und dann habe ich meinen Kanal Dagibi gegründet. Ich war am Anfang wirklich sehr misstrauisch, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Ich habe einfach in einem Viertel gewohnt, wo jeder über jeden redet. Ich war Thema Nummer 1 und ich wurde ausgelacht und gehatet von Freunden. Das waren niemals Freunde. Ich habe trotzdem immer weitergemacht und einfach darauf geschissen, was die anderen über mich denken. Und ja, es war hart, aber nun bin ich so glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es hat mir einfach Spaß gemacht, vor der Kamera zu sitzen, den Leuten da draußen was zu erzählen, zu sehen, dass meine Community wächst und wächst, weil ich den Leuten gefallen habe. Und dieses Jahr war es dann soweit. Wir haben die 1 Million Abonnentenmarke auf YouTube geknackt, unter anderem auf Facebook und auf Instagram. Und das alles nur, weil ich niemals aufgegeben habe und weitergemacht habe. Obwohl die Leute gelacht haben. Ich habe durch YouTube so viele neue, ehrliche und tolle Freunde kennengelernt. Die Gang zum Beispiel. Leute, die den gleichen Beruf wie ich teilen und mich verstehen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Die einem helfen, wenn man einfach einen schlechten Tag hat und einem einfach immer wieder aufbaut. Und das jedes Mal aufs Neue. Scheißegal, wie oft wir das Thema schon mal hatten. Ich bin einfach froh, solche Leute um mich zu haben, die einen einfach immer aufbauen. Das ist unfassbar, was für eine Energie mir diese Freundschaft mit ihnen gibt. Ich realisiere auch noch nicht mal bis heute, dass ich schon ein paar Mal auf dem Bravo-Cover war. Hallo, Bravo! Diese Zeitschrift, die ich immer als Teenie gelesen habe. Und es ist einfach krass. Und das habe ich alles nur durch euch geschafft. Und ich bin einfach so dankbar für alles, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Einfach nur danke, dass ich meinen Traum leben darf. Danke, dass ihr mir jedes Mal aufs Neue sagt, dass ihr mich gern habt und danke, dass ich euch einfach zum Lachen bringen kann. Einfach danke für alles. Ihr seid wirklich alles für mich. Eure Dagi. So, und das war's auch schon mit meinem Draw My Life und leider auch schon mit December, mit meinem Adventskalender. Heute ist Heiligabend, yay! Vielen, vielen, vielen Dank für die krasse, positive Resonanz, die ihr mir gegeben habt für die 13 Tage, für meinen Adventskalender December. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, ihr habt es auch gesehen. Ich habe wirklich sehr viele Nächte durchgemacht, um für euch ein perfektes Video zu machen. Und ja, ich hoffe, dass ich mit dem Video jetzt wirklich so noch bam, einen reingedrückt habe, endlich das Draw My Life für euch gemacht habe, weil ich weiß, wie angefragt es war. Man hat Draw My Life in die Suchleiste eingegeben und ich kam als erstes, obwohl ich nicht mal eins habe. Und ich so, what the fuck? Ich muss ein Draw My Life machen. Und ja, in diesem Video war natürlich auch wieder eine Zahl versteckt und jetzt müsstet ihr alle 13 Zahlen haben und genau jetzt könnt ihr auch die E-Mail an diese E-Mail-Adresse schicken. Ich packe euch nochmal das Beastammer-Informationsvideo in die Infobox, weil ihr da ein paar mehr Sachen schicken sollt, damit ich auch weiß, wer mir die E-Mail schreibt. Und ja, schaut einfach mal in die Infobox, weil da findet ihr auch die Infos. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Verlosung für den December. Und zwar verlose ich in diesem Video eine wunderschöne Naked 3 Palette, weil ihr die so gerne mögt. Und im letzten Video, wo ich die Naked Palette verlost habe, ihr so abgegangen seid, dachte ich mal, ich packe nochmal die Naked 3 drauf. Und diese könnt ihr, ja, hier in dem Video gewinnen. Und die Frage, die ihr mir dafür beantworten müsst, ist, welches Video fandet ihr am besten vom ganzen December? Also welches der 13 Videos fandet ihr am coolsten? Und schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Abonnent meines Kanals werdet und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Die Gewinner des Riesengewinns werden am 31.12. bekannt gegeben auf diesem Kanal. Ich werde extra ein Video dafür machen. Also, ranhalten, viele E-Mails schreiben. Wie gesagt, guckt am besten nochmal das Infovideo, damit ihr auch wirklich alles vollständig habt. Und ich freue mich wirklich, dass euch der December so gefallen hat. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten oder schöne Feiertage. Und feiert schön mit eurer Familie. Habt schön Ferien oder sonst was. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Und ich sage dann mal, bis Sonntag. Habt euch lieb. Frohe Weihnachten. Tschüss.